Hallo ihr Lieben, wie versprochen gibt es heute noch die Neuerscheinungen für den August und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Starten wir gleich mit den ersten beiden Büchern, die am 1. August erscheinen. Und zwar ist das zum einen One Dream von Lauren Blakely. Dieses Buch ist schätzungsweise wieder ein erotischer Liebesroman. Also ich habe ja von Lauren Blakely schon Mr. O und Big Rock gelesen. Das waren ja Bücher, die ich wirklich süß fand. Das sind super süße Geschichten, so wie zwischendurch gewesen. Und ja, deswegen freue ich mich auch schon auf One Dream. Ich finde, das Buch klingt auch wieder ganz, ganz toll und das klingt wieder nach einer richtig süßen, tollen Liebesgeschichte. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Abby hat ihren perfekten Job gefunden, um ihren Studienkredit zurückzuzahlen. Sie ist die Nanny der hinreisenden kleinen Hayden. Deren alleinerziehender Vater Simon zahlt allerdings nicht nur ausgesprochen gut, er sieht auch einfach verdammt gut aus. Und sein liebevoller Umgang mit Hayden macht ihn nur noch attraktiver. Bald hegt Abby Gedanken, die definitiv nicht in der Jobbeschreibung vorgesehen waren. Und auch Simon scheint durchaus an ihr interessiert. Oder wie sonst soll sie deuten, dass Simon seit neuestem so viel Zeit mit ihr, der Nanny, allein verbringen will. Als er Abby um Hilfe bittet, seine Französischkenntnisse für einen Business-Deal aufzubessern, kommt er ihr gefährlich nah. Aber jeder weiß, dass der Boss tabu ist. Und ich finde, das klingt wirklich nach einer richtig tollen, süßen Liebesgeschichte und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich bekomme das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt, das weiß ich schon und da freue ich mich schon mega drauf und ja, werde euch dann natürlich berichten, wie mir One Dream gefallen hat. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Buch, was ebenfalls am 1.8. erscheint und das ist der vierte Teil der Diamonds for Love Reihe. Huhu! Ich freue mich da schon mega drauf und auch das Buch bekomme ich vom Verlag. Da habe ich schon eine Rückmeldung bekommen und auch da freue ich mich schon mega drauf. Und ja, ihr wisst, die Diamonds for Love Reihe ist einfach eine so tolle Reihe für mich. Ich finde die Charaktere einfach toll. Ich liebe diese Familie. Ich finde das Setting von San Francisco einfach toll. Und ja, ich freue mich jetzt auf den vierten Band. In dem vierten Band der Geschichte geht es um Max Bennett. Er ist einer von den Zwillingen. Also es gibt ja in dieser Familie zwei Zwillingspärchen. Und Max und Christopher sind eins dieser Pärchen. Und jetzt geht es erstmal um Max im vierten Teil. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es genau geht. Seriös sich Max Bennett als Geschäftsmann auch gibt. Privat ist er ein absoluter Draufgänger, der seine Unabhängigkeit liebt und für jedes Abenteuer zu haben ist. Doch dann bremst ihn eine unglückliche Landung beim Fallschirmspringen aus. Als ihm seine Physiotherapeutin vorgestellt wird, verschlägt es Max die Sprache. Vor ihm steht seine ehemalige Schulfreundin Emilia Campbell. Sie ist eine bildschöne Frau geworden mit einem Körper, der ihn um den Verstand bringt. In ihm regt sich brennendes Interesse. Aber ist der freiheitsliebende Max überhaupt bereit für eine Beziehung? Oh, ich freue mich schon so drauf. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf die Geschichte von Max. Also am meisten hat mich ja jetzt erstmal die Geschichte von Pippa interessiert und die war ja so schön. Das war bis jetzt meine Lieblingsgeschichte und ich freue mich jetzt auf die Geschichte von Max und auch hier werde ich euch berichten, wie sie mir wieder gefallen hat und oh, ich freue mich so auf den 1. August, wenn die Bücher dann hier eintrudeln und ich die lesen kann. Ich bin so happy. Ich freue mich immer, wenn Bücher kommen. Tata! Wir weiter mit dem nächsten Buch und das nächste Buch ist ein E-Book und zwar ist das, jetzt muss ich nochmal ganz kurz abspicken, Zauber des Augenblicks von Nalini Singh. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, in der Kurzgeschichten und auch entfallene Szenen aus all ihren Reihen enthalten sind, also aus Rock Kiss, aus der Gilde der Jäger und auch aus der Gestaltenwandlerreihe. Und ich möchte mir diese Kurzgeschichtensammlung auf jeden Fall holen. Ich möchte die auf jeden Fall mitlesen. Das gehört für mich einfach so mit da dazu. Und ja, freue mich dann auch schon auf Zauber des Augenblicks. Und wie gesagt, erscheint am 2. August. Und wer von euch auch Fan der Reihen ist von Nalini Singh, sollte sich das Buch auch auf jeden Fall angucken. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und dieses erscheint am 6. August und heißt Worte leuchten wie Sterne. Und das ist von der Autorin, die... Ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel Der Himmel in deinen Worten. Genau, von der Autorin Der Himmel in deinen Worten. Und wie gesagt, das ist jetzt Worte, die leuchten wie Sterne. Und das ist auch wieder ein Jugendliebesroman. Und ich fand ja Der Himmel in deinen Worten wirklich ganz, ganz toll geschrieben und richtig gefühlvoll geschrieben und total süß geschrieben. Also wirklich für Jugendliche perfekt geeignet. Und ich lese euch mal vor, worum es in Worte, die leuchten wie Sterne geht. Rev hat immer noch mit den Schatten seiner harten Kindheit zu kämpfen. Aber seine liebevolle neue Familie hilft ihm dabei zu heilen. Emma ist ein Computerfreak und hat selbst ein Online-Spiel entwickelt. Die virtuelle Welt ist wie ihr zweites Zuhause. Doch plötzlich erhält Rev Briefe von seinem leiblichen Vater, der ihm nicht nur seelische Narben zugefügt hat. Und auch Emma enthält beängstigende Nachrichten von einem Online-Troll, der ihr das Leben zur Hölle macht. In dieser schweren Zeit treffen die beiden aufeinander und fühlen sofort eine besondere Verbindung. Können sie sich gegenseitig helfen, die traumatischen Ereignisse zu überwinden? Und ich finde, das klingt wieder nach einer ganz, ganz süßen Liebesgeschichte. Und wie gesagt, Bridget Kemmerer hat das in dem ersten Band so toll erzählt und so gefühlvoll erzählt und den Leser da so ganz, ganz sachte rangeführt an die Liebesgeschichte. Und ich denke, dass Worte, die leuchten, mich dennoch wieder ein ganz, ganz tolles Buch sein wird. Und deswegen wollte ich es euch auf jeden Fall mit zeigen. Und ja, wie gesagt, erscheint am 6. August. So, jetzt kommt die Sonne wieder raus, also falls ich jetzt wieder heller, dunkler werde,
Die Sonne kommt und geht und kommt und geht. Heute ist es sehr bewölkt bei uns. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und dieses erscheint am 15. August und ist der 12. Teil der Fuchsgeschichte von der lieben Niki. Ihr wisst, ich liebe die Fuchsgeschichte von Niki einfach. Und ich freue mich jetzt, dass der 12. Teil dann erscheint. Der 11. ist jetzt im Juli rausgekommen. Jetzt kommt der 12. im August. Und ja, da freue ich mich sehr drüber. Denn wie gesagt, ich liebe die Fuchsgeschichte von Niki. Vom Inhalt her haben wir hier eine High-Fantasy-Geschichte für Jugendliche. Es ist aber keine typische High-Fantasy-Welt. Sondern für mich ist es immer so ein bisschen wie die Welt aus dem Film Die Bärenbrüder von Disney. Also so in die Richtung tendiert das für mich immer. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil es auch einfach mal ein komplett anderer Ansatz ist. Und es geht in dieser Geschichte um Maikaila. Und Maikaila ist eine Tori. Und Tori sind Menschen, die sich mit einem Tiergeist verbinden. Und diese Menschen haben dann diesen Tiergeist in sich und können dann halt auch die Form dieses Tiergeistes annehmen. Und Maikailas Tor... Maikailas Tiergeist ist ein Fuchs und dieser heißt Ren. Und Maikaila kann sich dann halt auch in einen Fuchs verwandeln. Und die Geschichte entwickelt sich dann immer weiter. Und ich finde es ganz, ganz toll, was Niki hier so sich ausgedacht hat und in was für eine Richtung sich die Geschichte gerade entwickelt. Und ich freue mich da einfach immer wieder, wenn sie einen neuen Teil zu der Geschichte rausbringt. Und ja, ich kann euch die Fuchsgeschichte von Niki auf jeden Fall nur empfehlen. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Es kommt jetzt auch im August auf jeden Fall der neue Sammelband mit raus. Weil ein Teil der Fuchsgeschichte hat immer nur so um die 50 Seiten. Und es gibt inzwischen verschiedene Sammelbände. Es gibt immer Sammelbände, wo man immer drei Teile zusammen hat. Und dann gibt es diesen großen Sammelband. Den habe ich auch. Der steht jetzt aber allerdings drüben im Regal. Und da ist Teil 1 bis 9 drin. Und das sind dann so auch 500 Seiten. Also 550 Seiten sind das sogar, glaube ich. Also das ist dann schon ein richtig dickes Buch. Und ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaut euch die Fuchsgeschichte an. Ich finde die Reihe ganz, ganz toll und ich freue mich dann jetzt auf jeden Fall auch da weiterzulesen. Und ja, liebe, liebe, liebe sie und Niki, schreib bitte noch ganz, ganz viel und ganz, ganz schnell. Und ja, du weißt, ich bin da ein volles Fangirl von der Fuchsgeschichte und so. Machen wir aber erstmal weiter mit den nächsten zwei Büchern und diese erscheinen am 22. August und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Vollendet von Neil Schusterman. Da kommt jetzt die komplette Reihe nochmal als Paperback-Ausgabe raus. Es gab ja bisher diese Hardcover. Diese Hardcover sind aber nicht vollständig übersetzt worden. Also es gab dann nur Teil 1 bis 3 und den vierten hat man aber nie übersetzt. Und jetzt hat der Verlag halt gesagt, okay, wir bringen das alles nochmal als Paperback raus und übersetzen auch hoffentlich diesmal alle vier Teile. Und ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe den ersten ja schon gelesen als Hardcover. Ich werde mir den ersten als Paperback nicht gleich kaufen. Ich werde mir jetzt erstmal dann warten, bis der zweite rauskommt, dass ich mir dann den zweiten holen kann. Und wenn der zweite mir auch so gut gefallen hat, dass ich die Reihe auf jeden Fall weiterlesen möchte, dann hole ich mir den ersten auch nochmal als Paperback, dass ich die dann auch zusammen habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass die Reihe jetzt nochmal neu übersetzt wird und dass sie dann auch hoffentlich komplett und vollständig erscheint, dass man sie halt auch im Ganzen lesen kann. Wer von euch Vollendet vielleicht nicht kennt, was vielleicht doch einige Leute sein könnten, Vollendet ist eine Dystopie. Und in dieser Welt ist es so, dass Eltern ihre Kinder zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr quasi an den Staat verkaufen können. Und die Kinder werden dann, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie das heißt, die werden dann... Wie war dieser Ausdruck dafür? Ich habe ja letztens aus Zeiss gelesen, nicht nachgelesen. Das war in Zeiss. Ich komme gerade nicht mehr auf das Wort, was mit den Kindern dann gemacht wird. Aber auf gut Deutsch werden die Kinder quasi zu Organspende gezwungen. Und diese Kinder werden komplett auseinandergenommen. Also es wird jedes Teil, was am Körper ist, wird neu verwendet und an wen anders weitergegeben. Sei es die Stimmbänder, sei es die Hände, die Arme, die Augen, alles. Es wird jeder Teil wird komplett wiederverwendet und ja, das ist schon echt grausam und echt krass, was in dieser Welt abgeht. Und wir begegnen hier unseren Hauptcharakteren, was insgesamt 1, 2, 3, 4 an der Zahl sind, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Und wir begleiten diese vier Charaktere dabei auf ihrer Flucht vor dem System, denn sie sollten quasi in so ein Camp gebracht werden, wo sie halt quasi geopfert werden. Ich komme gerade nicht mehr auf diesen Ausdruck. Nachher fällt es mir bestimmt wieder ein. Ja, auf jeden Fall ist Vollendet echt eine richtig krasse Jugenddystopie, die ich aber auch richtig, richtig gut fand und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch mal an, wenn ihr Bock auf sowas habt, aber ich mochte das Buch sehr und ja, freue mich dann da auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Wuhu! So, und hier mein Spickzettel. Und das zweite Buch, was am 22.08. erscheint, ist Dark Palace, 10 Jahre musst du opfern. Und dieses Buch ist wahrscheinlich auch eine Dystopie, würde ich jetzt sagen, so wie sich das Ganze anhört. Und ich fand, dieses Buch klang einfach ganz, ganz toll. Ich bekomme dieses Buch auch vom Verlag zur Verfügung gestellt, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. 10 Jahre Sklavenarbeit für alle.
Fast alle. In England muss jeder, der nicht zum magischen Adel gehört, 10 Jahre lang als Sklave arbeiten. Lukes Familie will diese Sklavenjahre gemeinsam durchstehen, im Dienst der mächtigen Herrscherfamilie Jardine. Doch nun rast Lukes Herz vor Angst, als er plötzlich von den anderen getrennt in die laute und schmutzige Fabrikstadt Millmore gebracht wird. Die Arbeit dort ist besonders hart. Seine Schwestern sind mit den Eltern am prunkvollen Hofe der Jardines den rücksichtslosen Machtspielen und eiskalten Intrigen der Elite ausgesetzt. Vor allem der junge adlige Cillan verfolgt mit seinen ungeheuerlichen magischen Fähigkeiten eigene Ziele. Und Lukes Schwester Abby verliert ihr Herz an den Falschen. Ich finde, dieses Buch klingt mega interessant und wo ich das jetzt nochmal gelesen habe, könnte es auch irgendein Fantasy sein, mit diesen magischen Fähigkeiten und so. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was Dark Palace 10 Jahre musst du opfern für Überraschungen bereithält. Es ist auch der erste Teil einer Trilogie wieder. Wie sollte es anders sein? Und ich werde euch natürlich berichten, wenn ich das Buch gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern und alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wenn ich mich nicht verzählt habe, alle 8 Bücher, die ich euch jetzt noch zeigen werde, erscheinen am 31. August. Und das sind, glaube ich, fast alles Bücher aus dem Lux Verlag. Es sind alles Bücher von Bastei Lübbe und Lux. Wie sollte es anders sein? Also wie gesagt, alle Bücher erscheinen am 31.8., dass ihr es jetzt an dieser Stelle gehört habt. Und wir fangen an mit Die Bibliothek der flüsternden Schatten. Das ist eine vermutlich High-Fantasy-Geschichte. In dieser Geschichte geht es um Sam. Und Sam möchte gerne Wächter des Königs werden, wird aber zur Arbeit in der Bibliothek abgestempelt. Und er bekommt in dieser geheimnisvollen Bibliothek ein Gespräch mit, in der eine Intrige gegen den König ausgeheckt wird. Und Sam versucht jetzt natürlich alles dran zu setzen, um herauszufinden, was genau hinter dieser Intrige steht, um den König zu retten. Das ist so das Grobe, worum es vom Inhalt her geht. Und ich habe mir das Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Ich finde, es klang wirklich sehr, sehr interessant. Und ja, die Bibliothek der flüsternden Schatten, wie gesagt, wen es interessiert, 31.8. Das nächste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Queen of Blood, Die Bestimmung. Und das ist von der Autorin Jessie Clare. Sie schreibt hier ab unter dem Synonym, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, warte, unter welchem Synonym schreibt sie? Wie heißt das? Jill Miles. Und Jessica Clare hat ja bisher immer so erotische Liebesgeschichten geschrieben und ist damit ja auch auf die New York Times Bestsellerlisten gekommen. Vielleicht kennt sie der eine oder andere von euch. Auf jeden Fall bringt sie jetzt unter dem Synonym halt dieses Jugendbuch heraus. Ich weiß gar nicht, ist es ein Jugendbuch? Es ist auf jeden Fall eine High-Fantasy-Geschichte. Und ich lese euch auch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Seit Jahrzehnten wird das Volk der Vidari grausam von den Atoniten unterdrückt. Durch einen Zufall gelangt die junge Gänsemagd Seri an den Hof des geheimnisvollen Herrschers. Dort soll sie für den Widerstand der Vidari spionieren. Als sie den Blutprinzen Grimm kennenlernt, kommen Seri Zweifel an ihre Mission. Doch in dem heraufziehenden Krieg ist kein Platz für Zweifel oder Gefühle. Und schon bald muss sich Seri entscheiden, ob sie ihr Volk oder ihre Liebe verraten soll. Und ich finde, das klingt wieder nach einer richtig coolen High-Fantasy-Geschichte. Und ja, wie gesagt, habe mir Queen of Blood Die Bestimmung auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen von euch. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und das wäre der erste Teil der American Royals-Reihe. Ich habe schon wieder vergessen, von wem die Reihe ist. Ich habe es mir vergessen, dummerweise mit aufzuschreiben. Aber ihr seht ja hier das Cover eingeblendet. Da steht ja auch der Name der Autorin drauf. Und American Royals ist eine Reihe, die sich mit den amerikanischen Royals beschäftigt. Im ersten Teil geht es um die Tochter des Präsidenten. Und ich finde, das klang auch nach einer richtig süßen Geschichte. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Die junge Madison will die Welt verändern. Und scheiß dabei. Entschuldigung, nochmal. Die junge Madison will die Welt verändern und schießt dabei gerne über das Ziel hinaus. Als sie nach einer Rettungsaktion in Polizeigewahrsam genommen wird, hat ihr Vater, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, endgültig genug. Maddie muss Sozialstunden ableisten, ausgerechnet bei Jake Simmons, der Sohn der Vizepräsidentin, und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch seit einem schweren Unfall ist Jake nicht mehr der perfekte Politikersohn, der er einmal war. Er merkt bald, dass Maddie und ihn mehr verbindet, als er zugeben wollte. Auch wenn sie tabu für ihn ist, wie niemand sonst auf der Welt. Und ich finde, das klingt nach einer süßen Geschichte und ja, hab mir American Royals auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und bin gespannt, wie das Buch so ist, ob ich es dann gleich mitlesen werde. Ich weiß es nicht. Ihr wisst, Juli, August ist für mich jetzt so eine Zeit, wo ich nicht so viel zum Lesen komme, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Machen wir aber mal weiter mit dem nächsten Buch und das heißt The Drifter. Das Leben wartet nicht für immer. Einfach nur raus, den Moment vergessen, in dem sie sein Leben zerstört hat. Mehr will Kate Christie nicht, als sie auf die Farm ihrer Tante Ida im Westen Australiens flieht. Doch ihre Ruhe währt nicht lang. In einem verlassenen Schuppen lebt ein seltsamer Fremder, in dem Kate eine ebenso verlorene Seele wie sie selbst erkennt.
Langsam verwebt sich ihre beider Schicksal und Kate und Henry müssen erkennen, dass das Leben nur eine Chance hat, wenn man sich seiner Vergangenheit stellt. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant und ich muss sagen, dass ich das Cover echt richtig cool finde und ich gehe immer hier so weit drüber. Ich blende das Cover einfach ein, wenn mein Kopf dann mal kurz da dahinter verschwindet, tut es mir leid, aber ich wackel heute hier irgendwie ziemlich rum. Auf jeden Fall finde ich, dass dieses Buch sich echt interessant anhört, deswegen habe ich es mir im Moment aufgeschrieben und ich mag das Cover sehr und mehr gibt es zu The Drifter eigentlich auch gerade nicht zu sagen. Dann habe ich mir als nächstes aufgeschrieben Stay von Helena Hunting und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Ruby Scott ist verzweifelt. Nachdem ein mysteriöser Typ sie auf einer Party erst küsst und ihr dann mitten ins Gesicht hustet, wird sie so krank, dass sie ein wichtiges Casting vermasselt. Dabei braucht sie dringend einen Job. Das Angebot, sich um die Haustiere des reichen Hotelbesitzers Bancroft Mills zu kümmern, kommt ihr da gerade recht. Sie ahnt nicht, dass Bane kein geringerer ist als der Typ von der Party. Und ich finde, das klingt doch mal nach einer richtig süßen Geschichte auch wieder. Und ihr wisst, ich liebe Liebesgeschichten. Und ja, deswegen habe ich mir Stay auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und das nächste Buch, was erscheint, ist Luckiest Girl Alive oder auf Deutsch auch Ich bin so glücklich. Und das ist so eine, ich weiß gar nicht, in was für eine Richtung man dieses Buch stecken kann, Geschichte. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Thriller ist oder so. Aber es ist auf jeden Fall keine Liebesgeschichte, denke ich mal. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Ihr perfektes Leben ist eine perfekte Lüge. Annie Fanelli müsste die glücklichste Frau der Welt sein. Sie hat einen glamourösen Job, trägt die neuesten Designerkleider und wird in wenigen Wochen ihrem gut aussehenden, adeligen Verlobten auf einer sündhaft teuren Hochzeit das Jawort geben. Annies Leben ist perfekt. Fast. Denn Annie hat ein Geheimnis. Ein dunkles, brutales Geheimnis, das sie seit ihrer Jugend verfolgt. Jetzt hat es sie eingeholt und es droht, ihre perfekte Bilderbuchwelt für immer zu zerstören. Und ich finde, das klingt irgendwie echt richtig, richtig spannend. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt ein Thriller ist oder ob das jetzt einfach nur eine Liebesgeschichte mit so ein bisschen Thrill ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, Ich bin so glücklich, klingt echt richtig interessant. Deswegen habe ich es mir auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Und damit wären wir auch schon beim letzten Buch von meiner Liste für den August. Und zwar ist das der zweite Teil der Crown of Lies Reihe, Throne of Truth. Und hier habe ich euch letzten Monat den ersten Teil vorgestellt. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant. Und jetzt, wie gesagt, am Ende August kommt gleich der zweite Teil auch noch mit dazu raus. Damit ist die Reihe dann noch abgeschlossen. Da diese Bücher aneinander hängen, kann ich euch hier zum Inhalt her auch nichts sagen. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Mir fällt aber gerade noch ein, ich habe ein Buch vergessen. Ich habe vergessen, den zweiten Teil von Never Loved Before mit aufzuschreiben. Und zwar heißt der, wie heißt denn der zweite Teil von Never Loved Before? Oh mein Gott, den habe ich total vergessen. Wieso habe ich den vergessen? Seht ihr, habe ich voll das Buch vergessen. Der zweite Teil heißt Never Let You Go und erscheint am 13. August. Und dieses Buch muss ich auf jeden Fall haben und lesen, denn Never Loved Before war ja eine Geschichte, die mich echt teilweise richtig schockiert hat. Ich wirklich richtig schrecklich fand, streckenweise. Einfach aufgrund dessen, was mit der Protagonistin passiert ist. Dann war das auch wieder eine Geschichte, die mich streckenweise echt aufgeregt hat. Wo ich echt dachte so, oh, das könnt ihr jetzt hier doch nicht machen. Das ist so, na. Und das Ende war ja auch nicht so 100% meins. Das war für mich einfach von der Logik her nicht rund. Aber ich möchte trotzdem wissen, wie es mit Katie weitergeht und was jetzt nun als nächstes noch mit ihr passiert. Deswegen werde ich Never Let You Go auf jeden Fall im August mitlesen. Und wie gesagt, es erscheint am 13.8. für alle, die den ersten Teil gelesen haben und auch den zweiten lesen wollen. An dieser Stelle nochmal die Info. Wieso habe ich das schon wieder vergessen mit aufzuschreiben? Manchmal vergesse ich echt ganz, ganz viele Dinge. Dann frage ich mich, Susi, wo bist du mit deinen Gedanken? Warum schreibst du dir sowas nicht auf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir es jetzt ja schnell noch mit erwähnt und ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch irgendwelche Bücher vergessen habe. Und wie immer gilt, wenn ihr noch Bücher kennt, die im August erscheinen, die richtig, richtig cool sind, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Die schaue ich mir auf jeden Fall gerne noch mit an. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und es gilt wie immer, das waren die Erscheinungstermine von den richtigen Büchern. Die E-Books sind teilweise schon erschienen, weil E-Books ja immer einen Monat früher erscheinen. Und mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.